Hallo, willkommen zu unserem Track zum Thema QGIS. Wir haben hier spannende Einblicke, wie man das bekannte Projekt benutzen kann. Wir fangen an mit dem Thema QGIS.js, QGIS im Browser dank WebAssembly. Es sprechen Andreas Neumann von der ETH Zürich und außerdem sehr aktiv im QGIS-Projekt. Und außerdem noch Michael Schmucki von OpenGIS.ch. Dann freue ich mich auf euren Vortrag. Jetzt. Okay. Vielen Dank und herzlich willkommen. Wir freuen uns, euch respektive das Projekt das erste Mal so ein bisschen öffentlich präsentieren zu können. Vielleicht ganz kurz, das auf der rechten Seite hier, das ist eben das QGIS.js, also ein QGIS Core, das hier bei mir im Browser läuft. Das ist grob der Fahrplan, was wir vorhaben. Und dann übergebe ich direkt an Andreas. Ziemlich genau vor. Hört man mich, oder? Test. Ja, gut. Also ziemlich genau vor einem Jahr, also das war im April 2023, war das die QGIS User Conference und das Developer Meeting in Hertogenbosch in Südholland. Und das sind die drei Personen hier, Michael, Martin Dobiasch und ich selber haben da über das WebAssembly gesprochen, weil Martin hatte schon mal einen sehr rudimentären Prototypen gemacht für QGIS in WebAssembly und Michael hatte sich auch schon mit WebAssembly befasst früher. Und dann sind wir, weil ich schon wusste, dass ich dann bald eine neue Stelle anfangen werde als Projektleiter Atlas der Schweiz und dass wir den Atlas ins Web bringen müssen, habe ich mich mit verschiedenen Web-Technologien befasst und unter anderem auch in Betracht gezogen, dass wir QGIS WebAssembly für den Atlas als Rendering Engine verwenden können. Weil ich wusste, dass der Atlas symbologiemäßig sehr mächtig, also nein, QGIS sehr mächtig ist, der Atlas auch davon profitieren soll. Und für den zweiten Teil vom Atlas wäre das eine Option. Wir schauen uns auch noch andere Rendering-Technologien an, also Cesium für den 3D-Teil und wir schauen uns auch noch DeckGL an. Aber wir haben jetzt nicht entschieden, wo das jetzt technisch genau hingeht. Also, gut. Also QGIS.js, was das ist eigentlich der QGIS Core. Die Rendering Engine portiert zu WebAssembly, um es im Browser zu verwenden. Das Ganze steuere ich oder verwende ich als JavaScript-Bibliothek mit entsprechenden TypeScript-Types oder Typisierung. Und im Moment kann das QGIS-Projekte laden. Ich kann darin Bildausschnitte rendern und die dann irgendwie in meinem Webprojekt verwenden, einbetten. Und ich kann mit dem QGIS-Projekt insofern interagieren, dass ich einzelne Layer toggle, Visibility steuere oder Map-Themes in meinem Projekt auswähle. Genau. Wir haben kein GUI für das Ganze, sondern wir haben eine Open Layers-Integration mitgepublished. Und da kann man das relativ elegant dann in eine Open Layers-Karte in ein Webprojekt einbinden. Also QGIS.js ist keine 1:1-Portierung vom Desktop QGIS und da will man, glaube ich, auch immer das nativ kompilierte QGIS haben, um da irgendwie gigabyteweise Daten zu prozessieren etc. Es ist wirklich nur der Rendering-Teil, um den im Web zu verwenden. Also kein GUI, kein Processing, kein 3D, kein Python, obwohl das alles technisch eigentlich denkbar oder möglich wäre. Jetzt gucken wir uns kurz an, wie sich das anfühlt als JavaScript-Entwickler. Also ich importiere die Bibliothek, ich boote die Runtime, dann gibt es ein paar einfache Geometrietypen, die exportiert sind. Ich kann mit denen Operationen machen und unten dann eigentlich das Spannende, da wird ein QGIS-Projekt, das ich irgendwo aus dem Internet runtergeladen habe, dann in die Runtime geladen und dann wird gesagt, render mir jetzt hier ein Bild und ich kann dann mit dem Bild machen, was immer ich möchte. Kurz eine Einführung, was WebAssembly eigentlich ist. Man stellt sich darunter am besten einen abstrakten Prozessor vor, der ein Instruktionsset definiert und einen entsprechenden Bytecode dafür. Und ich kann dann verschiedene Sprachen in diesen Bytecode kompilieren. Hier
C++, Rust, was sicher so die ersten und gängigsten Sprachen sind, aber das geht heute auch mit Go, .NET und noch vielen weiteren. Das wird nach WebAssembly kompiliert und kann dann nachher von einer WebAssembly Runtime ausgeführt werden. Die Designziele von WebAssembly waren, dass eben möglichst viele Sprachen oder Applikationen dahin kompiliert werden können, dass es schnell ist, dass es eine kompakte Repräsentation hat und ein sehr einfaches lineares Memory-Modell und eigentlich auch ein sehr einfaches Instruktionsset, so dass das relativ einfach ist, so eine Runtime zu implementieren. Diese Runtime ist heute in allen Browsern vorhanden, also das ist da, das kann benutzen, funktioniert sogar unter Mobile und ist natürlich gesandboxed. Also so standardmäßig kann so ein WebAssembly-Modul nicht auf das Filesystem etc. zugreifen, sondern ist da quasi genauso sicher wie JavaScript-Code, der von einer Webseite auf meinem Rechner ausgeführt wird. Durch die Eigenschaften, die WebAssembly hat, nimmt es so auch ein bisschen Fahrt auf außerhalb vom Browser. Also dass so WebAssembly Runtimes in andere Programmiersprachen oder Umgebungen eingebettet werden. Es ist interessant, um mehrere Sprachen zu mixen, irgendwie Plugin-Systeme zu bauen, aber das ist jetzt nicht Scope von diesem Vortrag. Technisch, was QGIS.js eigentlich ist, das ist so ein bisschen C++-Code von uns, das sagt, wie QGIS gestartet wird und welche Funktion oder wie die API aussieht, was da exposed wird. Und es ist dann natürlich QGIS an sich plus der ganze Dependency-Tree hinter QGIS. Und insbesondere QGIS hat benötigt da doch relativ viele Patches. Ein paar sind ganz simpel, ein paar sind wirklich einmal hart quer durch das Projekt. Und da haben wir so lange quasi damit rumexperimentiert, bis es kompiliert hat und dann noch weitergemacht, bis es dann irgendwann auch funktioniert hat. So, genau, dieser ganze C++-Teil kompilieren wir mit M-Skripten und was dann hinten rausfällt, sind die Dateien da. Das WebAssembly-Modul ist etwa 50 Megabyte groß. Da ist aber sicher noch Potenzial da, das kleiner zu machen. Dann das Datafile, das sind so Projektionsdatenbanken etc., das wir brauchen, um das Ganze lauffähig zu machen. Ein bisschen JavaScript, Glue-Code und dann kommt eigentlich ein JavaScript-Wrapper dazu, der auch Teil von QGIS.js ist und gegen der dann auch ein Endbenutzer programmiert. Das publishen wir so auf NPM und kann quasi von jedem verwendet werden und ausprobiert werden. Genau, dann übergebe ich Andreas, der ein bisschen die Features aufzeigt. Ja, im Prinzip kann man alles rendern, was QGIS Desktop rendert. Also alle die filebasierten Datenformate, OGA, GeoJSON, GeoPackage, Shape und so weiter. Es gibt Einschränkungen bei den Datenformaten, da kommen wir noch drauf zurück, die Limitierungen. Man kann die regelbasierten Darstellungen verwenden. Sind jetzt keine so besonders hübsche Karte hier, dann entschuldigen wir uns, wir haben uns auf die Inhalte konzentriert. Aber man sieht hier, dass man da eben zoomen und pennen kann. Man kann auch die Symbolebenen verwenden in QGIS und diese Trennung von logischen und physischen Layern, dass man die Zeichenreihenfolge loslöst von der logischen Gruppierung im Layerbaum. Ja. So viel zu den Vektoren, da kann ich alles machen, was QGIS Desktop kann. Man kann auch Raster laden, hier jetzt zum Beispiel ein GeoTIFF geladen. Ja, man kann da auch die ganzen Effekte, die QGIS kennt, Blend Modes, Multiply, Einfärben, Kontrastsättigung und so weiter. Man kann selektive, also einzelne Farbbereiche transparent machen oder die globale Transparenz der Raster verändern. Hill-Shading kennt ihr auch von QGIS Desktop, das geht alles. Labels, auch hier nicht besonders jetzt schön gemacht, aber automatische Label-Platzierung mit der Verdrängung, das funktioniert alles wie in QGIS Desktop. Man kann auch die sämtliche Einstellungen übernehmen da, diese ganzen Platzierungsoptionen, diese hunderten Einstellungsmöglichkeiten für Labels. Interessant sind diese selektiven Masken, da zeige ich dann noch ein Beispiel dazu, dass man einzelne Farbebenen abmaskieren kann.
auch Schattierungseffekte, Buffer, so Hintergrundgrafiken und auch diese Leaderlines, Call-Outlines, so heißen die auf Englisch, die kann man auch verwenden. Ja. Natürlich auch die Diagramme, ja, geht auch. Da kann man dazu sagen, dass jetzt auch ein Projekt läuft, um die Diagramme nochmal zu verbessern, dass man, gut, da kommen wir am Schluss noch drauf zurück, aber da, im Prinzip kann man alles verwenden, was Kugis Desktop hier kann. Jetzt möchte ich eine kurze Demo zeigen. Das ist eine Applikation, ich tue die sicherheitshalber nochmal laden. Die hat mein Kollege Alexander Müdesbacher, der hier sitzt, programmiert mit Vue.js. Das ist ein Proof of Concept, da ging es nicht darum, einen besonders schönen Viewer zu machen, einfach diese Rendering-Technologien auszuprobieren. Jetzt Cookies im WebAssembly in dem Fall. Wir haben auch den ähnlichen Prototyp für DeckGL noch gemacht. Genau. Hier kann man jetzt so ein Cookies-Projekt, das man in Cookies Desktop gemacht hat, einfach laden. Da gibt es Optionen vom Remote, die zu holen, oder vom Filesystem. Genau, da sieht man, da hat sehr viel datendefinierte Symbolisierung hier drin. Das sind Großbrauereien, regionale Mikro- und Nanobrauereien. Und da sieht man diesen Füllstand von dem Bierglas. Das ist der relative zum Branchenführer in dieser Kategorie. Ja, genau. Dann hier ein Beispiel der Gletscher. Da sieht man auch wieder Diagrammfunktionen, man kann auch da hin und her schalten, so Volumens, Rechtecke, da sieht man, dass manche Gletscher sehr stark im Volumen abgenommen haben, wie zum Beispiel dieser Oberaar-Gletscher hier. Das hängt von der Topografie ab, ob die eher konvex oder konkav ist, ob es da Mulden gibt und so weiter. Wir unterstützen auch in dem Viewer diese Map-Themes von Cookies, diese Kombinationen von Layer-Sichtbarkeiten, also man kann jetzt hier umschalten und dann kann man auch mehrere Layoffs mal umschalten. Oder? Und das hier, das ist diese gegenseitig ausschließenden Layer, da muss man nur einmal klicken, nicht zweimal. Das ist auch so Cookies Desktop-Funktionalität, die man kennt. Oder? Und vielleicht hier noch zum Zeigen, ein lokales Projekt vom Filesystem. Da wähle ich einfach einen Ordner, wo das Kugis-Projektfile drin liegt, plus Geopackage, plus Geotiff, was auch immer da kommt. Oder? Das ist jetzt von der Gemeinde Gossau, der Solarkataster, die roten sind solarthermische Anlagen, die gelben sind Photovoltaik. Und da sieht man auch so Effekte wie diese Shapeburst oder Abdimmen von außerhalb der Gemeinde und kann man schon eher so interessante kartografische Umsetzungen machen. Ja, ich glaube, von der Zeit her gehen wir weiter. Genau. Dann das Potenzial der ganzen Lösung. Ich kann damit halt Webkarten realisieren, die so mit den gängigen Mapping-Libraries nicht möglich sind. Also bezüglich Symbolisierung, Labeling, kann ich da weitergehen, als was jetzt Open Layers oder MapLibre kann. Was natürlich auch spannend ist, ich kann die ganze Rechenleistung, die ich auf einer QGIS-Server-Farm normalerweise habe, wenn ich da WMS-QGIS-Karten rendere, das kann ich in Client bringen und kann mir dann eigentlich den Server mitsparen. Und wenn wir jetzt gerade an das Beispiel denken mit den lokalen Daten, das ist natürlich auch spannend, dass der Benutzer da seine lokalen Daten reinmixen kann oder die Daten nicht zuerst auf einen Server müssen, damit das visualisiert werden kann. Genau, es ist denkbar, dass die API noch weiter wächst, also dass man dann vielleicht auch sagen kann, okay, ich möchte jetzt ein neues Kugis-Projekt erstellen, ich erzeuge da drin einen neuen Layer von dem und dem Typ, ich füge da irgendwie dynamisch Geometrien hinzu, mache da dynamische Symbolisierung. Da ist die API noch nicht so weit, aber das ist absolut machbar und denkbar und da würden wir gerne hin. Dann, wie vorher schon erwähnt, es ist technisch nicht unmöglich, auch noch irgendwie Python oder das ganze Widgets-GUI da reinzubringen. Das ist aber nicht unser Scope. Also wir wollen das eher kleiner machen, schmaler machen, um wirklich einfach Kugis-Projekte zu rendern und nicht eine volle Desktop-GIS-Applikation zu bauen. Wenn das aber jemand möchte, dann würden wir uns freuen, wenn das jemand macht. Da gibt es sicher auch spannende Use-Cases, irgendwie Schulungen, Kugis-Schulungen etc. Genau,
beim Atlas, falls wir uns jetzt für das entscheiden, würden wir auch noch investieren in diese Animationsfunktionen, die QGIS kennt, mit der Zeitleiste, dass man da hin und her fahren kann und die dann muss man nicht jedes Mal, wenn man die Zeitleiste ändert, wieder vom Server requesten, sondern es passiert dann alles im Client. Oder? Der große Unterschied ist hier, initial geht das Laden etwas länger, aber dann bin ich eigentlich nur noch lokal unterwegs, ohne Netzwerk-Requests. Außer die Hintergrundkarten, die vielleicht von SwissTopo oder so direkt kommen. Oder? Ja. Genau, dann kommen wir zu den Sachen, die noch nicht funktionieren und es ist leider so, dass aktuell keine Netzwerklayer geladen werden können. Also Cloud Optimized, GeoTIFFs, WMS, WMTS, Vector Tiles. Da haben wir ein Architekturproblem noch drin. Ist es nicht so, dass sich das nicht lösen lässt? Das ist zurzeit einfach noch nicht drin. Aber ich kann Open Layers, also wenn ich die Open Layers Integration verwende, kann ich mir natürlich da all diese Formaten unten als Basemap reinladen. Dann mit PostGIS ist es so, dass aus dem Web-Kontext keine TCP-Connections möglich sein werden. Also da müssen wir noch gucken, ob wir mit einem Proxy oder so das irgendwie hinkriegen, aber das wird wohl eher schwierig. Dann haben wir Sachen, die wir gerne drin hätten oder die wirklich fehlen, wo wir einfach noch nicht die Zeit dazu hatten, das umzusetzen. Also Selektion von Features, dass ein Projekt oder der Benutzer Schriftarten mitladen kann. Es funktioniert noch nicht in allen mobilen Browsers und wenn man ein Projekt lädt, dann friert die Webseite kurz ein, hast du auch schon erwähnt. Das ist eine Unschönheit, die wir eigentlich auch gerne weghaben möchten. Was wirklich wehtut im Moment, dass die globalen Variablen nicht funktioniert, weil die sind wichtig für gewisse Symbolisierungen. Das ist so das Nächste, was wir angehen und sicher irgendwie fixen können. Dann ein Disclaimer zu dem Ganzen. QGIS sowie auch die Qt WebAssembly Plattform und Geos, so da ist GPL lizenzierte Software drin. Und das heißt, dass QGIS.js auch GPL lizenziert ist. Also wenn es das nimmt und das irgendwie weiterentwickelt, so das muss GPL bleiben, das wird GPL bleiben. Wo wir noch am Abklären sind oder wo gerade die Diskussion laufen, was das bedeutet für jemand, der eine Webseite baut und so ein QGIS.js da einbindet, ob dann automatisch die Webseite auch GPL sein muss oder nicht, so wie wenn ich zum Beispiel QGIS Server auf dem Backend verwenden würde, was dann total okay ist. Aber da können wir jetzt noch kein finales Statement abgeben. Ich hoffe, wir können das dann bald. Wenn sich jemand lizenzmäßig auskennt, wären wir froh auch um Austausch diesbezüglich. Genau, also Anwälte, Hände hoch. Genau, es ist noch nicht fertig oder wir sind erst am Anfang. Im Moment läuft gerade so eine Performance-Optimierung von dem Ganzen. Was ich schon sagen kann, wir konnten die Rendering-Zeit halbieren und wir sind gerade dran, ein progressives Rendering für Open Layers zu bauen. Also so, dass wenn der Kartenausschnitt verschoben wird, dass dann schon die Layer sichtbar werden, die bereits gerendert wurden und irgendwann das finale Resultat dann da ist und dann alles gerendert wird. Also so wie man es vom Desktop kennt. Dann wollen wir die API erweitern, das habe ich schon erwähnt, Diagrammtypen hast du schon erwähnt und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr da Interesse dran habt und auf die Webseite vom Projekt geht und da mal ein eigenes QGIS-Projekt reinlädt. Wenn was nicht funktioniert, meldet uns das gerne auf GitHub. Wir freuen uns natürlich noch mehr, wenn ihr den Code auscheckt und das lokal bildet und irgendwie mitcontributet, also da Contributions welcome. Dann sind wir am Schluss von unserer Präsentation. Hier noch die Links zum Projekt, Webseite, das Paket auf NPM und wer hier mit der Slideshow spielen will, das ist dann der letzte Link unten. Jo, vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen Vortrag zu dem innovativen Thema. Es haben sich schon einige Fragen angesammelt. Ich fange mit der ersten an, die tatsächlich ein bisschen Meta ist, und zwar mit welcher Software habt ihr eure interaktive Präsentation gemacht? Das ist SlideF oder SlideF, nennt sich das Projekt. Also das hat jetzt kein QGIS hinten dran, sondern das haben wir dann noch als eigenes Team da reingebaut. So, die Idee ist relativ simpel und machen wir mal schnell, es war dann doch mehr als gedacht. Aber es funktioniert. Also auch das ist
Creative Commons oder so, kann man auschecken und irgendwie selber was mitbasteln. Okay, spannend. Dann eine nächste Frage ist, ist es auch möglich, QGIS.js im Rahmen von PWAs offline verfügbar zu machen? Also PWAs sind Progressive Web Apps, für die Leute, die es nicht wissen. Genau, also technisch auf jeden Fall, oder ist auch das Ziel, dass sich diese 50 Mega, die es noch sind, nur einmal runterlade und das dann gecached wird. Und ja klar, das sollte auch offline funktionieren. Haben wir jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich sehe da keinen Grund, wieso das nicht funktionieren soll. Dann liegen die Daten für die Kato-Diagramme hier in der Demo in Textdateien oder eventuell in einer SQLite-Datenbank? Das ist ein Geo-Package, also SQLite-Datenbank hinten dran. Shamefully in GitHub getrackt, aber es funktioniert, ja. Dann noch eine Frage. Wie klein könnte die Runtime werden? Sind die 50 Megabyte schon komprimiert? Also es ist ein binäres Format und das ist schon optimiert. Also quasi, also compilermäßig wird da schon geguckt, dass es möglichst klein ist. Das ist aber noch nicht GZIP oder Brotli komprimiert. Und ich glaube, 14 Megabyte sind es mit Brotli. So, das ist schon mal wesentlich kleiner, was dann wirklich vom Webserver übertragen wird. Und wir könnten noch ganz viele alte Zöpfe aus GDAL abschalten und irgendwie auch aus QGIS gewisse Sachen rauspatchen. Also da ist definitiv noch Raum da. Wir denken auch darüber nach, dass wir ein minimales Profil haben und ein maximales Profil. Minimales nach Größe optimiert und maximales nach allen Treibern, die es halt gibt und allen Formaten, die es halt gibt. Ist aber noch Zukunft. Das sollte ja auch gecached sein im Browser für das nächste Mal, wenn man es ladet. Ah ja. Dann noch eine Frage zur Performance. Wie ist die Performance im Vergleich zu einem nativen QGIS? Im Rahmen von der Performance-Optimierung machen wir da gerade Messungen. Ich möchte mich jetzt aber nicht aus dem Fenster lehnen. Was ich sagen kann, dass es nie so schnell sein wird wie auf dem Desktop, weil es halt doch irgendwie so ein simpler Prozessor ist und gesandboxed ist durch den Browser. Also man wird da nie die gleiche Performance haben wie auf dem Desktop. Ich würde jetzt mal so sagen, Faktor 5 aus dem Bauch, so muss man schon erwarten. Gibt es noch Fragen aus dem Auditorium? Dann hätte ich noch eine Frage, und es gibt jetzt mehr und mehr andere WebAssembly Projekte, zum Beispiel GDAL hat auch schon, gibt es ein WebAssembly dazu, und also für PostgreSQL meines Wissens auch, wobei das eher nur zum Spielen ist, weil eigentlich eine Datenbank ja irgendwo zentral sein sollte, nicht im Browser. Das, nur die Frage, also wenn ich das mit GDAL als separates WebAssembly habe und auch noch QGIS als separates WebAssembly, können die irgendwie miteinander reden oder kann man das eine WebAssembly in das andere als Bibliothek oder sowas einbinden? Ja, da soll es hingehen, oder da das WebAssembly Component Model, so da passiert gerade was in diese Richtung. Es ist bei uns so, dass GDAL Teil von diesem 50 Mega Binary ist. Und es wäre natürlich cool, wenn das so wie in NPM, so die Pakete haben wie ein anderes WebAssembly-Modul, wo sie drauf aufbauen und man das so mixen und zusammenbauen kann. Das ist zurzeit aber noch nicht fertig ausgereift und hier auch nicht der Fall. Also es ist quasi ein statisches Kompilat, was alles enthält. Genau. Alles klar. Eine Frage? Moment, ich ins Mikrofon bitte sprechen. Ah, hi. Schnelle Frage, ihr hattet so eine Vue.js Beispielanwendung gezeigt und ich habe jetzt mal kurz durchs GitHub gescrollt und die nicht gefunden, den Link dazu. Ist die auch erreichbar irgendwie, publicly? Die ist jetzt erst in einem ETH GitLab Repo. Aber wir können das überlegen, auch zugänglich zu machen. Ja. Also es gibt auch vor ihm noch einen anderen Viewer. Genau, es gibt so eine kleine Demo, die ist auf GitHub gehostet. Das ist nicht das schnellste WLAN, aber so die Webseite, das hier, die Integration, die kann man sich klonen, ist ein Sub-Package vom eigentlichen QGIS.js-Projekt. Unsere Implementierung wird sich etwas dann an unsere Infrastruktur dann anlehnen und insofern wissen wir nicht,
ob das so generell halt nützlich ist, weil wir auch eine komplette Metadateninfrastruktur dahinter haben. Aus Projektsicht, oder da gab es schon Diskussionen, ob man sowas wie den Layer Tree oder so als Web Component noch als Zusatzpaket publishen soll. Wäre elegant, wäre cool, ja, ist jetzt aber nicht Top-Priorität. Alles klar, dann bedanke ich mich nochmal und um 17.20 Uhr geht es dann weiter mit QVC Web Client.